Heute basteln wir mal ein Osterei aus Toilettenpapier. Dafür habe ich ganz einfach Luftballon aufgeblasen und Toilettenpapier in einzelne Stückchen gerissen, auf den Ballon geklebt, mit Wasser eingesprüht und so habe ich den ganzen Ballon beklebt. Den werde ich dann gleich noch etwas schöner machen, also mehrere Schichten drauf und dann melde ich mich wieder. So Leute, wie ihr seht, ist mein Toilettenpapierei jetzt getrocknet. Ich habe jetzt hier eine Öffnung rausgeschnitten und pinsel das jetzt von innen in orange-gelb an. Bleibt auch stehen, so. Und wenn ich es angepinselt habe, kann ich es dann dekorieren. Aber das zeige ich euch später. So, jetzt ist das Ei getrocknet. Ich habe dann ein bisschen Stroh in das Nest gelegt und ein paar Federn angeklebt. Jetzt sind mir dann beim Bemalen sind mir ein paar Eier kaputt gegangen. Die lege ich jetzt aber so rum, dass man es nicht sieht, in das Nest. So. Und schon ist das Ei dekoriert. Dann habe ich mir noch einen Blütenzweig oben in das Loch, wo das Gummi war vom Luftballon, habe ich mir jetzt einen Blütenzweig noch reingesetzt und voilà, so sieht jetzt das Ei aus. Ich finde, es ist nicht schlecht geworden und wenn man bedenkt, dass das nur aus Toilettenpapier besteht, ist das eine ganz tolle Deko. Fürs Nachmachen freue ich mich über ein Like nach oben. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.